So, okay. Big Boost Festung und Demo vorbei. Okay, also von die Demo habe ich wahrscheinlich habe ich dann scheinbar bald geschafft. Also es wird schon ein kompletter Hack, aber boah. Puh, also der ist schon schwer. Mit Safe Sets. Ja. Wie gesagt, bis jetzt 4 von 6 Punkten Schwierigkeit. Oh nein, nicht Squalling. Oh mein Gott. Yes. Also dafür, dass du solche Bugs hier. Ja, das ist tot durch Glitch. Das hättest du vielleicht versuchen können zu vermeiden. Aber das ist keine tolle Sache, dass ich da jetzt hier durchglitschen kann. Oh, und er kommt nicht durch. Er kommt einfach partout nicht durch. Stattdessen. Komm. Oh, es ist doch nicht zu fassen. Meine Fresse. Geh halt mal durch, du. Nein, es ist nicht zu fassen. Okay, wir müssen das Level nochmal vorne machen. So. Save State. Save State. Ja, komm, wir bleiben auf der Null. Okay, das wird auch nichts. Ich soll es vielleicht so machen. So. Okay. Komm schon, geht, lass mich da einfach. Ach, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Oh, danke, danke, danke. Okay. Oh, da fallen Spikes runter. Ah, na, man kann sie wenigstens sehen, aber dass das Spikes immer noch oben sind, ist grafisch nicht so passend. So. Oh, also das Level, das verlangt ja echt hier schon wieder absoluten Scheiß. So. Ja. Gut, es sind jetzt. Wie heißen die? Balls and Chain, oder? Die heißen Balls and Chain, glaube ich. Die Ketten. Ich muss ja sagen, die Grafiken gefallen mir. Ja. Okay. Ah, jetzt muss ich klein werden. Okay. P-Switch. Ändert sich wenigstens jetzt das Thema. Ja, komm. Oh. Jetzt glitscht sich der P-Switch. Eine Bowser-Statue, okay. Ich habe den P-Switch nicht mehr gehalten, weil mein Gamepad mich verarscht. Ach, na super. Das sieht übrigens hier Cut-Off-mäßig aus. Ai! Ach du Scheiße. Ah, ich sehe schon. Wo auch immer der Typ hin ist. Er ist verschwunden. Ja,
die Stealth-Tactics entwickelt. Oh yeah. Komme ich hier so hoch? Ah, okay. Also noch muss ich die P-Switch nicht drücken. Bis jetzt muss ich ihn scheinbar einfach nur mitnehmen. Das heißt, wenn ich ihn noch mitnehmen muss. Oh, hier sieht es nach P-Switch aus. Oder wartet mal, ich gucke erstmal noch runter. Ne, brauche ich immer noch nicht. Und hier ist auch noch eine Münze. Okay. Das ist ein Bug. Da steht man auf einer unsichtbaren Plattform. Also nur um es dir nochmal zu präsentieren. Hier steht eine unsichtbare Plattform. Da ist irgendwo was komisch. Das ist ein Spielfehler. Den rechne ich dir an. Das hättest du beim Testen merken können. So, jetzt wird natürlich wieder mein P-Switch unsichtbar. So. Bis jetzt sieht das Level ansonsten, außer vom Anfang her, recht easy aus. Ich drücke viel zu oft die Save-State-Taste. Es tut mir leid, aber ich hasse es, Scrolling nochmal zu wiederholen. Ja. Oh, Notenblöcke. Gucken wir mal. So. Ich frage mich, bis wann ich den P-Switch mitnehmen muss. Es ist auch schon wieder verloren gegangen. So. Das sind wenigstens keine vierseitigen Notenblöcke. Ah, hierhin muss ich den P-Switch mitnehmen. Ach du Scheiße, nein. Ja, du verlangst den Glitch von mir. Deinen komischen Lieblingsglitch da. Ja, ich muss in die Tür rein, die ich nur mit dem P-Switch erreichen konnte. Ah. Sowas habe ich... Woher kenne ich das? Ich habe das in irgendeinem Hack mal gesehen. Habe ich das in... Nee, in einem... In welchem Hack war das? Wo genau sowas war, wo halt ein permanenter Raum, der sich bewegt und man praktisch in der Mitte so eine Kreissäge hatte und den man die ganze Zeit ausweichen muss. Das kenne ich irgendwo her. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ah, verdammt. Wie hieß der Hack? Das interessiert mich jetzt, ne? Auf jeden Fall ist es nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. War das vielleicht in Brutal Mario? Nee, oder? Brutal Mario war doch immer noch keine so schwer... Also so eine Zeug hier dabei. Bäh. Ach, der klitscht sich da einfach durch. Hier ist übrigens wieder ein Cut-Off. Also an dieser Ecke. Da unten ist so ein vereinzeltes Plattformgedöns, warum auch immer. So. Da oben sieht es auch verklitscht aus bei dem Spike, der bei dem Bleistift, der darunter geht. So. Bossraum. Ah, Megaman-Musik, das ist nice. Punktet bei mir immer, scheinbar. Denke ich mir mal. So. Vor allem Mega Man 2 Musik. Ah. Ich will. Oh, warte, ich will, glaube ich, zuallererst einmal den da unten haben. Moment. So. Nimm diesen Block mit, danke. Okay. Und das war Fail, weil ich darf nicht auf das Seil kommen. Ah. So. So ist es richtig. Ja, ich warte mal noch ein bisschen. Wobei ich nehme den weiter unten. Weil ich glaube, der ist ein bisschen schwieriger. Ah.
Ich mach's nochmal von hier aus, weil, keine Ahnung, das war mir gerade mit den Irwis ein bisschen zu eng. Wo kann ich jetzt stehen? Komm, ich kann ihn ja eigentlich auch ablegen, der müsste ja theoretisch rein. Dumme Boom müsste ja theoretisch reingehen. Fuck you. Ha, perfekt. Da 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 da. So. Butch, das müsste es gewesen sein. Da 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 da. Die Musik ist auf jeden Fall awesome, das kann ich ja nur, kann ich einfach nur sagen. Jo, ansonsten. Ich habe den Hack jetzt in 45 Minuten durchgespielt, wie es aussieht. Boom. Mario hat den bösen Big Boo in den Schloss Nummer 1 besiegt. Jetzt geht es in den seltsamen Wald, der, wenn ich das jetzt richtig sehe, noch nicht existiert. Richtig? Ja. Ja, dann speichern wir halt mal kurz. Demo vorbei. Jo, okay, das ist ein tolles Ende. Man stirbt einfach. Gut, okay, dann gehen wir das Ganze nochmal durch. Yoshis Küche fand ich eine interessante Idee, um Yoshis Haus zu verändern. Aufwärmen. Was hatten wir da? Das war das mit dem am Ende Sternenrennen. Den ganzen P-Switch. Da waren ein paar viele P-Switches drin. Die hat man gar nicht gebraucht. Das hat ein bisschen mit mich irritiert. Und ansonsten wusste ich nicht immer ganz genau, wo ich lang musste. Aber ansonsten war das Level ganz solide. Sammle Münzen. Ja. Da hätte ich mir noch eine Infobox gewünscht. Und hier Big Boos Festung, da waren ein paar verklitschte Grafiken und sowas dabei und Cut-Offs und ja. Allgemein, vom ganz groben und ganzen her, gebe ich diesem Hack in Sachen Schönheit wegen den paar Cut-Offs, die es hier gab. Ich meine, es sind ja nur drei Level, die ich bewerten kann. Ich sage mal, trotz allem 8 von 10. Ja, 8 von 10 Punkten. In Sachen Schönheit und Gameplay. Ich weiß nicht, die Steuerung von Mario geht mir ein bisschen auf den Sack hier in diesem Spiel. Keine Ahnung warum. Sie fühlt sich nicht so an wie in Super Mario World irgendwie. Und ja, ich mochte halt dieses P-Switch-Ding jetzt nicht, weil ich mag allgemein keine Glitch-Using. P-Switch-Jump genauso wie J-Jump zählt für mich Glitch-Using. Ich werde deswegen aber keine Punkte abziehen. Was mich halt viel mehr angekotzt hat, ist, dass man hier zum Beispiel stirbt bei der Feder sehr leicht durch einen Glitch. Und ansonsten dieses komische Hin und, also wo man halt praktisch mit der Wand mitgefahren ist, hat mir gefallen. Das mit den Münzen hat mir im Grunde auch gefallen, wobei ich das mit dem Schack ziemlich dämlich fand, weil es war ein einseitiges Schack rennt durch die Wand, Schack rennt durch die Wand, Schack rennt durch die Wand, Schack rennt durch die Wand. Es ist einfach nur ein Zeitzögern, um praktisch die Münzen wieder runterzusetzen. Hättest du doch weniger Münzen bauen können und dann halt dieses Ding nur, zum Beispiel nur einmal. So, ansonsten, deswegen gebe ich für das Gameplay 6 von 7 Punkte. Quatsch, 6 von 10 Punkte. Einfach bloß, weil mir die Steuerung von Mario nicht so sehr gefällt und halt wegen diesen, ja, diesen Sachen, die ich gerade angesprochen habe. Schwierigkeit kriegt von mir, wie schon eigentlich erwähnt, 4 von 6 Punkte, weil das ist für mich schwer, wo ich schon ansatzweise Slowdowns benutze. Und das war ja beim ersten Level mit diesem P-Switch-Jump. Allgemein, P-Switch-Jumps zählen für mich unter 4 von 6. Punkt. Ja.
Das ist alles, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es wird wahrscheinlich, werden es wahrscheinlich 3 Parts werden. Ich danke trotzdem fürs Zusehen. Multimario, wenn dir die Bewertung nicht gefällt, kannst du dich gerne natürlich melden und Kommentar und sagen, das war eigentlich deswegen und deswegen so und du bewertest voll scheiße und ich werde dir nie wieder ein Hack schicken oder so. Keine Ahnung, wie du willst. Auf jeden Fall danke ich trotzdem fürs Zuschauen und ich freue mich natürlich auch über weitere Hacks von dir oder vielleicht über die Fortsetzung von diesem Hack, weil das ist ja nur eine Demo. Und ja, es gab auf jeden Fall eine Menge gut inszenierte Dinge. Du hast da schöne Dinge verändert, das muss ich auf jeden Fall loben. Gut, ja, ich möchte mich jetzt nicht wieder um Kopf und Kragen reden. So. Ich danke, wie gesagt, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Let's Player Hack. Das war ja einer Let's Player Hack. Oder bis zum nächsten Let's Player Level. Oder bis zu einem meiner Projekte. Bis dahin und tschüss.